Heute sind unsere beiden Nano-FF-Satelliten aus Vandenberg in Kalifornien an Bord einer Falcon 9-Rakete von SpaceX gestartet worden. Mein Name ist Jens Freimuth und ich bin seit Ende letzten Jahres hier im Projekt beteiligt und habe von Sascha Weiß jetzt die Projektleitung übernommen vor wenigen Monaten. Die Tätigkeiten als Projektleiter, die sind vielfältig. Man muss so ein bisschen alles am Laufen halten, gucken, dass Zeitpläne eingehalten werden. Koordinierung mit Partnern gehört dazu oder auch mit dem Mittelgeber, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei uns. Ein Novum hier bei der Mission ist, dass wir heute nicht gleich den Erstkontakt hier im Kontrollzentrum vornehmen können, sondern noch ein paar Tage warten müssen, dass die Satelliten aus dem Orbital Transfer Vehicle Ion von der Firma D-Orbit ausgeworfen werden. Dieses Transfer Vehicle ist sozusagen an die Rakete angebracht, hat ganz viele Satelliten an Bord, dockt sich ab, fliegt noch mal ein paar kleine Manöver und wirft dann die einzelnen Satelliten aus und auch unsere beiden Satelliten, die eben ganz spezielle Anforderungen an diesen Auswurf haben. NanoFF ist ein Akronym und steht für Nanosatelliten im Formationsflug. Und wie der Name vielleicht schon ein bisschen vermuten lässt, ist die Idee, dass wir zwei hochintegrierte kompakte CubeSats, also standardisierte kleine Satelliten, 20 mal 10 cm ungefähr groß, im Formationsflug in den Orbit starten. Die werden beide dann im Orbit ausgeworfen. Einer fliegt vor und der andere wird den Satelliten quasi verfolgen und in einem Helix-Orbit, so nennen wir das, dann eine feste Formation mit diesem Satelliten eingehen. Sowas haben wir noch nie gemacht. Das ist ein absolutes Novum. Das bedeutet aber auch, die Missionsziele sind nicht nur dieser Formationsflug, sondern eben auch die Erprobung neuer Technologien, wie zum Beispiel einem Antriebssystem, was man benötigt, um diese Satelliten eben entsprechend zueinander ausrichten zu können, den Orbit anpassen zu können, oder entfaltbare Solarpaneele, die wir eben benötigen, weil die Satelliten halt auch einen sehr großen Energiebedarf haben. Die TU Berlin zeichnet sich im Bereich der Raumfahrttechnik vor allem dadurch aus, dass wir sehr viel Expertise im Bereich Kleinsatelliten haben. Im Vergleich auch zu anderen Universitäten weltweit sind wir da sehr weit vorne mit dabei, was auch die Anzahl der Missionen geht. Wir haben jetzt 27 Satelliten im Orbit. Ich bin Sascha Capitola, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Fachgebiet Raumfahrttechnik und seit 2021 im Projekt NanoFF und bin hauptverantwortlich für die Nutzlastentwicklung, für unsere Kameranutzlast und für den Missionsbetrieb. Und ich habe zusammen mit Studierenden und mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern die Kamera entwickelt und bin jetzt in heißer Vorbereitung für den Missionsbetrieb, weil das natürlich nach dem Start, nach dem Auswurf im Orbit, wollen wir die beiden Satelliten hier von der TU Berlin betreiben. So ein Projekt wie NanoFF ist natürlich hochkomplex und es kommen verschiedene Fachrichtungen, verschiedene Disziplinen zusammen und das muss natürlich alles gemeinsam funktionieren. Nur so kann man die Projektziele erreichen. Wir haben ein Projektteam von 8 Wissenschaftlern bei uns, 2 Studierende dabei. Das Team bei uns ist auch international ausgelegt. Wir haben also auch Experten verschiedener Fachrichtungen, die hier versuchen, eben wie zum Beispiel Formationsflug, Elektrotechnik, Softwareentwicklung, diese ganzen Themen zusammenzubringen und das Projekt somit zum Erfolg zu führen. My name is Ben. I've been a student worker at the NanoFF project since March 2022. I'm a software developer and I work with the Attitude Orbit and Control System, which is trying to work out which direction the satellite is pointing. And control that so you can control which way your cameras are pointing and things like that. Mein Name ist Alan Legenzer, ich bin studentische Hilfskraft hier im Projekt NanoFF, habe 2022 angefangen und bin technischer Informatiker, deswegen habe ich hauptsächlich Programmierung gemacht. Am Anfang auch eher so oberflächliche Applikationssachen und so, aber im Laufe der Zeit war ich dann doch sehr erstaunt, wie viel Verantwortung man hier auch als Student übertragen bekommt. Mittlerweile sind da Systeme auf dem Satelliten, für die ich verantwortlich bin, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich sowas überhaupt in 10 Jahren mal schreiben würde als Code. Mein Name ist Felix Kübler. Ich bin seit 2019 im Projekt NanoFF angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hauptverantwortlich für die Entwicklung der Onboard-Software. Das umfasst einerseits das Betriebssystem, die Applikationen, die auf den einzelnen Subsystemen laufen und Treiberentwicklungen. Mein Name ist Finn Boja. Ich habe hier 2018 als studentische Hilfskraft angefangen und bin mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich war verantwortlich für die Programmierung und die Systemtests des Satelliten. Also da geht es dann halt zum Beispiel darum, die Sensoren auszulesen oder die Aktuatoren zu steuern. Also die ganze Grundfunktionalität des Satelliten, damit er so ein bisschen zum Leben erwacht.
Während der Entwicklung des Satelliten war für mich am spannendsten, das erste Bild von der Kamera zu sehen, nach so langer Zeit der Entwicklung. Und ich hoffe, das im Orbit wiederholen zu können, insbesondere weil wir zwei Satelliten im Orbit haben, haben wir natürlich die Hoffnung mal, dass die sich gegenseitig fotografieren können. A special moment for me was when I was able to test the star trackers in a place called Wackenheim an der Weinstraße. And I was there for a whole week and I need clear nights to test them. And for the first three nights, it was cloudy, couldn't do any tests at all. And then the next two nights were beautifully clear nights. So it was really, really good to be able to get those tests done. Ein wirklich guter Moment in dem Projekt war, als die Hardware das allererste Mal vor uns stand. Ansonsten haben wir nicht wirklich viel mit Hardware zu tun, sondern entwickeln halt reine Software. Und als sie das erste Mal wirklich vor uns stand und wir die Hände an den Satelliten legen konnten und damit experimentieren konnten, war es ein wirklich sehr schöner Moment. Als wir in der Checkout-Kampagne in Kalifornien waren, da haben wir relativ nah an einer Abschussrampe für eine Rakete gewohnt. Und dadurch hatten wir die Chance, dann einen Raketenstart live mitzuerleben. Normalerweise sind wir halt immer im Missionskontrollzentrum und können halt dadurch den Start nicht direkt miterleben. Aber dieses Mal war halt ein anderer Satellit, der in dem Moment gestartet war. Und dadurch konnten wir dann halt tatsächlich auch einen Raketenstart live miterleben, was wirklich ein einzigartiges Erlebnis war. Wir hatten jetzt auch vor kurzem ein Event, wo wir Freunde und Familie einladen konnten, um die Satelliten zu besichtigen, bevor die nach Amerika verschifft wurden. Und das war auch komplett surreal, nach so vielen Stunden, in die man die reingesteckt hat, diese Satelliten, die sonst immer hier nur an der Uni stehen, auch mal allen zeigen zu können und sagen können, ja, das ist dann auch demnächst im Weltall. Das kann ich eigentlich immer noch nicht glauben. In wenigen Tagen werden wir hier hoffentlich im Kontrollzentrum mit den Antennen oben auf dem Dach vom Institut die Verbindung zu unseren beiden Satelliten aufbauen können, gucken, ob es ihnen gut geht und wir sie hoffentlich erfolgreich dann in Betrieb nehmen können.